Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Gelehrten und werden mal mit Theron quatschen. Die Horizontwache. Valens Vollstreckertrupp. Hört sich ja nach einer lustigen Truppe an. Bringen wir euch zu unserem Kommandoposten, bevor noch mehr auftauchen. Ich grüße euch, Commander. Die Voss fürchteten eure Niederlage. Ich wusste es besser. Ich hatte eine Vision eurer Ankunft. Was habt ihr noch gesehen? Jedes noch so kleine Detail könnte den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich habe glühenden Feuerregen gesehen. Einen leeren Thron. Der Rest ist Dunkelheit. Da ist ein eingehender Notruf. Einen Moment. Senja. Hallo, Fremdling. Ich habe euch vertraut, Senja. Warum habt ihr euch gegen mich gewendet? Ich musste meinen Sohn beschützen. Arkan ist bei mir. Auf Voss. Natürlich. Valen greift den Planeten nur an, um das Versteck ihrer Familie auszuräuchern. Und jetzt lässt sie mir keine Wahl mehr. Ich brauche eure Hilfe, Fremdling. Arkan braucht eure Hilfe. Ihr wollt ihm helfen? Dann stoßt euer Lichtschwert durch seine Brust. Mein Sohn hat eine zweite Chance verdient. Ich brachte ihn hierher, um seinen geschundenen Körper zu heilen und ihn von seinem Hass zu reinigen. Dann fand Valen uns. Wir haben nicht viel Zeit. Helft mir, die Armee meiner Tochter aufzuhalten. Sobald Arkan geheilt ist, wird er sich eurem Kampf anschließen. Das weiß ich. Arkan retten? Das habe ich nicht kommen sehen. Was haltet ihr davon, Theron? Wir sollten ihn festnehmen und verhören. Nur so können wir feststellen, ob er es wert ist, gerettet zu werden. Es wäre sicherer, ihn auszuschalten. Die Allianz kann keinen Krieg gegen beide Kinder Valkorions gleichzeitig riskieren. Senjas Anruf kam aus dem Schrein der Heilung. Die Voss und die Gormax kommen dort zusammen, um unsere Heimat zu verteidigen. Sie werden euch im Kampf helfen. Meine Fähre kann uns ziemlich nah ranbringen, aber den letzten Vorstoß müssen wir am Boden machen. Lana, stellt ein Team aus Mandalorianern zusammen und rückt zum Schrein vor. Theron und ich leiten den Vorstoß zu Arkan und Senja. Valen darf sie nicht zuerst erreichen. Sie verbrennen den Planeten ohne mich. Die Allianz sucht eine Konfrontation, Kaiserin. Es ist nur weise, ihnen das zu verwehren. Mutter ist das Einzige, was zählt. Ihre Hoffnungen zu zerschmettern. Zu sehen, wie sie um Gnade winselt. Ach, vielleicht veranstalte ich eine Feier und tanze zu ihren Schreien. Sie ist nicht ihr einziges Hindernis. Mandalorianer haben der Allianz geholfen, unseren Angriff auf Voska abzuwehren. Ihr Sieg kann nur bedeuten, dass es eine neue Macht auf dem Schlachtfeld gibt. Der Fremdling. Die Hülle, in der sich der Geist ihres Vaters befindet. Meine ganze Familie ist auf Voss. Wir werden so viel Spaß haben. Okidoki.
Commander, ich habe da ein kleines Spielzeug für euch. Ist das ein Kampfläufer? Er heißt Sturmreiter. Steigt schon ein und dreht eine Runde. Gute Arbeit, Taurian. Zeigt ihnen, was Schmerz ist, Commander. Hier, Lana. Mandalorianer Stoßtrupp rückt zum Schrein vor. Möge die Macht euch dienen, Commander. Okay. Ach ja, das war der Tritt. Pass auf, sie haben Raketen! Mann. Warum schießt du denn nicht? Wir haben Reparaturteams im Einsatz. Findet sie, dann können sie uns zusammenflicken. Jop, jop, jop. Da ist ja kaum ein Kratzer dran. Ihr seid ein Naturtalent, Commander. Alles erledigt! Alles klar. Dann geht's weiter. Oh oh, Hinterhalt. Das sieht auch übel aus, ey. Was? Jetzt. Yes.
So, Munition grapschen und dann geht's weiter. Wir kümmern uns um euch. Jetzt ist schon ein bisschen beschädigt, ja? Aber allzu weit haben wir es nicht mehr. Wir sind fertig. Der Rest liegt an euch. Und da vorne sind noch so Scheißtruppen, ey. Die haben jetzt mehr gezogen, als ich eigentlich wollte. Wir stoßen auf schweren Widerstand. Erleiden leichte Verluste. Ab sofort Funkstille. Ihr beiden da. Okay. Da vorne ist ein Reparaturmoped. Ich hätte nie gedacht, dass Voss und Gormax mal Seite an Seite kämpfen. Je mehr Valen die Galaxis terrorisiert, desto stärker werden ihre Feinde. Selbst im Krieg gibt es einen Hoffnungsschimmer. Warum rückt ihr nicht weiter zum Schrein vor? Rignoem Dianzon Jum Visagore Kilomba. Runter! Sino futcom nego wabon gearoi contas of ofat bankap. Viele rennen zum Schrein, alle sterben. Verstecken ist die einzige Wahl. Können wir den Schrein auch anders erreichen? Geheime Wege, unterirdische Tunnel? Nein, der Pilgerpfad ist die einzige Möglichkeit. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, Commander. Habt ihr mich vermisst? Seht ihr da oben irgendwas Interessantes? Nichts außer Sprungtruppen, Explosionen und jeder Menge Feuer. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, Valens Kriegsschiffe erwarten mich. Passt da unten gut auf euch auf. Anscheinend gibt es eine Planänderung. Zum Schrein der Heilung! Jo. Yelana, Aufklärungsläufer auf dem Schlachtfeld gesichtet. Seid vorsichtig. Ich will hier erstmal um den Stein rum und das Ding hier reparieren. Wir kümmern uns um euch. Ja, repariert immer. Alles klar. Okidoki. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.